Freizeit. Der Dr. Gregor Gysi. Am Dienstag, den 17. April 2018, konstituierte sich das Studierendenparlament der Universität Greifswald zu seiner 28. Legislatur. Aufgrund technischer Probleme und zeitweise vorherrschender Dunkelheit verzögerte sich der Beginn der Sitzung um 45 Minuten. Alterspräsident Jannik van de Zandt eröffnete diese dann um 21 Uhr mit einer Schweigeminute in Gedenken an den jüngst verstorbenen ehemaligen Stupa-Präsidenten Sebastian Rathjen. Die studentischen SenatorInnen Franziska Bohlmeier und Ben Lefevre stellen sich vor und freuen sich auf eine gute Kooperation der beiden Gremien in der kommenden Legislatur. Die StupistInnen solidarisieren sich in einem Antrag gegen menschenverachtende Hetze an der Uni mit den studentischen SenatorInnen, die am Tag zuvor ein entsprechendes Statement über den Web Moritz veröffentlicht hatten. Danach kann es bereits zu den wichtigen Wahlen des Abends kommen. Die ehemalige AStA-Vorsitzende Soraya Querido und Jannik van de Zandt kandidieren beide für den Posten des Stupa-Präsidenten bzw. der Stupa-Präsidentin. Jannik wird schließlich mit 16-10 Stimmen in das Amt gewählt und darf die Sitzung weiterhin leiten. Zu den StellvertreterInnen des Präsidenten werden Jule Menzinger und Christopher Wirks mit jeweils 19 Stimmen gewählt. Als neue AStA-Referentin im Bereich Hochschulpolitik wird anschließend Josephine Herwald gewählt. Hannes Damm wird studentisches Mitglied im Aufsichtsrat des Studierendenwerks. Till Juncker ist sein Stellvertreter. Gibt es noch Fragen? Danach folgen die Wahlen diverser Ausschüsse und anderer Ämter innerhalb des Studierendenparlaments. In den Medienausschuss wurden Laura Promiel und Ebru Akürek gewählt, sowie Xenia Valero Schönhöft und Till Juncker. Ein fünftes Mitglied soll nächste Woche von der Fachschaftskonferenz vorgeschlagen werden. Die neu gewählte AStA-Referentin Josephine Herwald und der Geschäftsführer der Moritz Medien, Lukas Thiel, werden als VertreterInnen in die Landeskonferenz der Studierendenschaften gewählt. Das steht für Landeskonferenz der Studierendenschaften. Das ist im Prinzip ein immer wandelndes Gremium zwischen den Hochschulen, das sozusagen die Zusammenarbeit zwischen den Studierendenschaften der Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern zusammen fördern soll. Genau. Die beiden Stupisten Florian Mees und Niklas Washausen sind ihre Stellvertreter. Mitglieder des Haushaltsausschusses werden Marcel Zahn, Antonio Chavez, Florian Böhm, Robert Bartelt, Fabian Levenhagen, Nils Hartwig und Soraya Querido. Niklas Washausen wird Stupa-Vertreter im Gamification-Ausschuss. Nils Hartwig wird in dieser Legislatur zum Prüfer für rechnerische und sachliche Richtigkeit. Soraya und Fabian werden seine StellvertreterInnen. Außerdem wird Soraya zur Kassenprüferin gewählt, mit Nils als ihrem Stellvertreter. Nach Abschluss der Wahlen beschließt das Studierendenparlament schließlich noch den Haushaltsplan für dieses Jahr. Dieser muss jetzt nur noch von der Uni genehmigt werden. Einer erfolgreichen Legislatur und zukünftigen Finanzanträgen sollte also nichts mehr im Wege stehen. Das Stupa tagt wieder am kommenden Dienstag, den 24. April um 20.15 Uhr.